Der Kardiner von Dendur. Philippa gab John seine Djinnkraft zurück und übertrug ihm gleichzeitig ihre eigene mit einem Kuss. Dann verabschiedete sich John von ihr, Nimrod und Bronwyn und ging in Begleitung von Mr. Chesters auf sein Zimmer, legte sich aufs Bett und begann seinen Geist zur Zimmerdecke aufsteigen zu lassen, wobei er den größten Teil seiner Djinnkraft in seinem Körper zurückließ. Einen Moment lang war es, als werde er immer größer und größer, nur dass er beim Hinunterschauen einen hochaufgeschossenen, gut aussehenden, dunkelhaarigen Jungen erblickte, den er kaum wiedererkannte. Einen Augenblick lang glaubte er, es sei Debug, und es dauerte einen weiteren Moment, ehe ihm schlagartig klar wurde, dass er sich selbst sah. »Das machst du genau richtig«, sagte eine Stimme neben ihm. Es war natürlich Mr. Akshasas, den er zwar nicht sehen, aber seltsamerweise recht deutlich riechen konnte. Mr. Akshasas roch nach Heizpastillen und Wintergrün, einem starken Einreibungsmittel, mit dem er sich manchmal die Brust einrieb, wenn er erkältet war. Sein Körper saß nun in Johns Lieblingssessel. »Möchtest du meine Hand halten, oder bist du alt genug, um es ohne zu versuchen?« »Ich denke, ich versuche es lieber ohne«, sagte John, damit niemanden gern Händchen hielt. »Die meiste Zeit werden wir mehr oder weniger unsichtbar vorankommen«, erklärte der gütige alte Djinn. »Aber falls wir uns aus den Augen verlieren sollten, stelle dich irgendwo hin, wo es kälter ist, damit ich dich ein wenig sehen und dich holen kommen kann. Das solltest du allerdings nicht tun, wenn Leute in der Nähe sind. Sonst halten sie dich für ein Gespenst.« »Okay.« »Wenn du in Panik gerätst bei dem Gedanken, ein Geist zu sein, oder wenn du anfängst, an der Astralkrankheit zu leiden, wenn ein supersensibler Astralkörper sich also krank zu fühlen beginnt, dann schlüpfe für 5 Minuten in den Körper eines Irdischen und ruhe dich aus. Für die Person wird das ein nettes Déjà-vu-Erlebnis. Du musst dir also keine Gedanken machen. Außer natürlich, es handelt sich um einen Priester. Einen Priester solltest du dir dafür möglichst nicht aussuchen. Sie halten das, was sie erleben, immer gleich für eine Offenbarung.« »Was ist ein Déjà-vu-Erlebnis?« »Wenn jemand der Illusion erliegt, etwas schon einmal erlebt zu haben, was sich eigentlich zum ersten Mal abspielt.« »Verstehe.« »Aber wir werden uns nur in der physischen Welt als Geister fühlen. Wenn wir erst das Portal durchschritten haben, wird es wieder sein, als seien wir real. Dann werde ich dich sehen können und du mich, ganz zu schweigen von den anderen Gestalten, denen wir unterwegs vielleicht begegnen.« »Genau das macht mir Sorgen.« Sie schwebten die Treppe hinab durch die Haustür, natürlich ohne sie diese zu öffnen, und machten sich auf den Weg zum Central Park. Auf Mr. Chesters Vorschlag hin blieben sie etwa 3 Meter über dem Boden, damit sie nicht durch irgendwelche Menschen hindurchschwebten. Außerdem erleichterte es das Überqueren von Straßen. An der Fifth Avenue bogen sie rechts ab und schwebten 5 Häuserblocks weiter, bis sie zum Metropolitan Museum kamen, wo die streikenden Mitarbeiter noch immer auf der Treppe versammelt waren. John hatte das Gefühl, dass sich Mr. Chesters als Geist wesentlich schneller und geschickter bewegte. Wie schnell wurde ihm erst bewusst, als er die Treppenstufen hinaufglitt und sah, wie mehrere Angestellten entsetzt auf die Glastür des Eingangs an der 81st Street deuteten. Als er selbst zur Glastür kam, sah er, was sie gesehen hatten, Mr. Rakshasas verschwommene Gestalt, die wie ein Geist über den riesigen Marmorboden schwebte. John konnte sich denken, was geschehen war. Draußen war ein recht warmer Tag, und obwohl das Met geschlossen war, lief drin die Klimaanlage. Die kühlere Luft im Inneren des Museums hatte Mr. Akshasas fast völlig sichtbar werden lassen. »Schick das Fernsehteam hier hoch«, schrie einer der Angestellten. »Da ist ein Geist, der auf dem Mitgliederschalter zuhält.« »Ich sehe ihn«, rief ein anderer. »Er sieht aus wie das Gemälde vom heiligen Hieronymus in der Robert-Lehmann-Sammlung, das von El Greco.« »Der heilige Hieronymus hatte aber keinen Turban auf«, meinte ein Dritter. »Das ist der Geist von einem Priester aus der ägyptischen Sammlung.« »Das ist kein Turban«, sagte wieder ein anderer. »Er trägt eine Doppelkrone, wie dieser Horus oder Osiris.« »Das ist wohl ein Turban. Mein Onkel stammt aus Indien und er trägt einen, der genauso aussieht.« John sah zu, wie Mr. Chesters nicht ahnend, welchen Wirbel er verursacht hatte, hinter dem Schalter für Mitglieder verschwand und in nördliche Richtung auf die ägyptische Galerien und den Sacklerflügel zueilte. Da er nicht von den Fernsehteams gefilmt werden wollte, die ihre Kameras nun auf die Glastür gerichtet hatten,
Auch wenn er sicher war, dass ihm Mr. Chasses knapp entwischt war, beschloss John, sich einen anderen Weg ins Museumsinnere zu suchen. Über den Köpfen der Menschen, die nun durch die Türen spähten, in der Hoffnung, einen echten Geist sehen zu können, schwebte John auf die andere Seite des Gebäudes, wo er einen Stockwerk weiter oben durch ein hohes Kippfenster eindrang. Drinnen glitt er durch die chinesischen Galerien und wollte gerade in den Sacklerflügel hinunter, als ihm auffiel, dass eine Glasvitrine eingeschlagen und die Inhalt entfernt worden war. Neugierig hielt er einen Moment inne, um das Beschreibungskärtchen zu lesen, und er begriff, dass man eine unschätzbar teure Jadesammlung, die hier ausgestellt worden war, gestohlen hatte. John kam der Gedanke, dass der Diebstahl etwas mit den Geistern zu tun haben könnte, die angeblich im Museum herumspukten, doch nichts von allem schien ihm im Augenblick von Bedeutung. Er musste Mr. Rakshasas einholen. Im Stockwerk darunter fand er den Sacklerflügel und darin einen kleinen Sandsteintempel, der Ähnlichkeit hatte mit dem Tempel, den er in Ägypten gesehen hatte. Nur dass dieser hier in einer riesigen modernen Halle stand und von einem kleinen Wasserbassin umgeben war. Ein Blick auf die Informationstafel an der Hallenwand bestätigte John, was er bereits geahnt hatte. Dies war tatsächlich der Tempel von Dendur. In der Annahme, dass Mr. Rakshasas bereits hier sein müsste, begann John nach ihm zu rufen. »Mr. Rakshasas«, rief er. »Ich bin's, John! Wo sind Sie?« Zu seiner Überraschung kam keine Antwort. John rief noch einmal und stellte sich fast direkt über den Fußboden, eingelassenen Lüfter der Klimaanlage, um besser sichtbar zu werden. Es war seltsam, ihn so zu sehen, da und gleichzeitig nicht da. Wie eine Spiegelung im Wasser. »Mr. Rakshasas«, rief er ein wenig lauter als zuvor, »ich bin hier!« »Still, John, still«, flüsterte Mr. Rakshasas. Instinktiv blickte John sich um und sah nichts. Er spürte, wie Mr. Rakshasas ihn von dem Lüfter fortzog und sah, wie sich sein eigener Körper auflöste, während ihm innerlich langsam wieder warm wurde. »Was ist los?« flüsterte der Gestalt zu, die er nun neben sich spüren, aber nicht sehen konnte. »Das weiß ich nicht«, wisperte Mr. Rakshasas. »Aber etwas Seltsames ist es allemal.« »Psst! Sieh nur dort drüben, John.« Durch den Südeingang des Sacklerflügels kam eine seltsame Gestalt, etwa 2 Meter groß, mit grauen knielangen Gewändern, fischgrätenartig, gemusterten Harnisch, einem kleinen Kinnbärtchen und einem kunstvoll geschlungenen Haarknoten. Es war ein Mann und doch kein Mann, denn beim Anblick des ausdruckslosen grauen Gesichts und der regungslosen Augen kam John der Gedanke, dass es sich lediglich um das Abbild einer menschlichen Gestalt handelte. Auch die Bewegungen der Gestalt waren kaum menschlich zu nennen, sondern ruckartig, als seien sie es nicht gewöhnt zu laufen oder die mächtigen Arme zu schwenken, so dass die ganze Erscheinung eher einer Art antiken Roboter ähnelte. In Anbetracht dessen hätte John erwartet, auf dem polierten Marmorboden die Schritte der Gestalt zu hören und zu müssen, doch diese waren so gut wie lautlos, als sei der seltsam aussehende Mann eigentlich gar nicht da. Die Gestalt ging direkt an der Nische vorüber, in der John und Mr. Rakshasas im Türrahmen standen, und ein starker Geruch von feuchter Erde stieg ihnen in die unsichtbaren Nasenlöcher, als sähen sie etwas, was sehr, sehr lange begraben gewesen war. »Was ist das?« flüsterte John. Die Kreatur blieb stehen, wandte sich langsam um und starrte in die Richtung, aus der sie gerade gekommen war, als suche sie nach der Ursache des Geräuschs. Offensichtlich war das Gehör des Dings völlig intakt, und John fragte sich, was es wohl mit seinem Schwert angestellt hätte, wenn sie es gesehen hätte. Es wartete fast eine Minute lang und starrte sie mit seinen merkwürdigen leeren Augen an, ohne sie zu sehen, ehe es sich umwandte und langsam weiterging, bis es gegen die gegenüberliegende Wand erreichte und um die Ecke verschwand. »Was immer das war«, sagte John, »ich glaube nicht, dass es freundliche Absichten hatte. Sie etwa?« »Nein, keineswegs«, sagte Mr. Rakshasas. Ihnen wurde kühl und sie wurden wieder sichtbarer. »Hier drüben«, rief eine Stimme. Als sie zum anderen Ende der riesigen Halle hinüberstarrten, sahen sie eine weitere Gestalt, die ihnen vom Eingang des Tempels aus zuwinkte. Der Unterschied zwischen ihr und der angsteinflößenden Kreatur hätte nicht größer sein können. Diese hier trug die Gewänder eines viktorianischen Gentleman. »Schnell, bevor er zurückkommt!« John und Mr. Rakshasas schwebten zum Tempel hinüber und nahmen, sobald sie die beiden Säulen des Eingangs durchschritten hatten, wieder ihre eigentliche Gestalt an. Froh darüber, den eigenen Körper oder zumindest die Umrisse des eigenen Körpers wiederzusehen, stieß John einen Seufzer der Erleichterung aus, auch wenn alles schwarz-weiß und nicht in Farbe war. »Was für eine Wohltat«, sagte er. »Unsichtbar zu sein ist viel anstrengender, als es aussieht, wenn Sie verstehen, was ich meine. Aber warum sind wir in Schwarz-Weiß?«
weil die Farbe der Welt der Lebenden vorbehalten ist, sagte Mr. Akshasas. Erst die Farbe macht das Leben lebenswert, finde ich. Leuchtet mir ein, sagte John. Mr. Rakshasas deutete auf einige Gravuren an den Wänden des Tempels, das Ankh, Symbol des Lebens, die mit Papyrus gebundenen Lotusblüten und die verschiedenen Hieroglyphen, die hier als Götter des Lebens nach dem Tod verehrt wurden, Isis, Osiris und deren Sohn Horus. »Wir sind da«, sagte er nur. »Dies ist das Tor zur Welt der Geister. Aber wo ist der Bursche hin, der uns gerufen hat?« »Hier, Sir«, sagte jemand, und durch eine falsche Tür im Tempel trat ein dicker, kleiner Mann mit schütterem Haar, schwarzen Zahnstümpfen und einer hohen, fremdklingenden Stimme, der in einem ziemlich schmuddeligen weißen Anzug steckte. Er verbeugte sich mit tiefem Ernst. »Leo Politi, zu Ihren Diensten, meine Herren. Ich bin der Kardinal dieses Tempels.« »Der was?«, fragte John. »Früher hatte jeder ägyptische Tempel einen Kardinal«, erklärte Mr. Akshasas. »Er hatte im Tode die Aufgabe, dem Ka, dem Geist jener zu dienen, die diesen Tempel betraten. Allerdings habe ich noch nie gehört, dass ein Italiener dafür zuständig war. Und mit Sicherheit nicht von einem, der nach Hemd und Krawatte zu urteilen, erst vor kurzem das Zeitliche gesegnet hat.« »Eigentlich bin ich Grieche«, sagte Leo. »Aus Zypern. Aber was die anderen Dinge angeht, haben sie recht, Sir. Ich bin seit 1872 tot.« Das überraschte John ein wenig. Leo Politi sah eigentlich gar nicht aus wie ein Geist, trotzdem war er es so. »Bitte entschuldigen Sie die Frage«, sagte Mr. Akshasas. »Aber wie wird jemand, der noch keine 150 Jahre tot ist, der Kardinal eines 2000 Jahre alten ägyptischen Tempels?« »Ich kam nach Ägypten, um einen Vertrag über die Belieferung der königlichen Familie mit türkischem Honig auszuhandeln«, berichtete Leo. »Sie hielt sich damals gerade in ihrer Villa unten in Assuan auf, dort, wo sich ursprünglich auch der Tempel von Dendur befand. An einem freien Tag besuchte ich den Tempel und ritzte, wie schon andere vor mir, aus Langeweile meinen Namen in die Wand des Tempels. Hier steht er, sehen Sie?« Leo deutete auf eine Stelle an der Wand, an der der Name Politi immer noch deutlich zu sehen war. »Doch im Gegensatz zu den anderen tägte ich dabei die Hieroglyphen eines hohen ägyptischen Priesters, die vorherigen Ka-Dieners des Tempels, und verdammte mich selbst dazu, ihn in der Ewigkeit zu ersetzen. Kurz darauf wurde ich von einem Moskito gestochen, starb und fand mich hier wieder. Seitdem gehöre ich zum Tempel. Als er noch in Ägypten stand, war es nicht so schlimm. Er wurde von Lebenden und von Toten besucht. Und die Menschen hinterließen mir in der innersten Kammer Opfergaben. Aber seit der Tempel den Amerikanern geschenkt wurde, ist es sehr ruhig geworden. Es gibt keine neuen Toten mehr, die ich begleiten kann, nur noch Touristen. Sie sind meine ersten beiden Toten, seit der Tempel 1978 in New York aufgebaut wurde. Sind sie schon lange tot, meine Herren?« John runzelte die Stirn. »Wer hat irgendwas davon gesagt, dass wir...« »Seit kurzem«, sagte Mr. Akshasas, der John ins Wort fiel und ihm mit einem Blick zu verstehen gab, dass er über dieses Thema lieber den Mund halten sollte. »Aber sagen Sie, Leo, was hat es mit dem Knaben mit dem Schwert auf sich?« »Ich glaube, er ist ein Ausstellungsstück«, sagte Leo. »Aber sicher bin ich mir nicht. Wie Sie sehen, zuerst marschiert er hier auf und ab, und Sie sollten zusehen, dass er Sie nicht zu Gesicht bekommt. Er ist nicht sehr freundlich. Ich glaube, er hat die Aufgabe, die Angestellten zu erschrecken. Seit seiner Ankunft ist das ganze Museum in Aufruhr. Außerdem gibt es hier jetzt mehrere Geister.« »Geister?« fragte Mr. Akshasas. »Ja, meine Herren, im Museum«, sagte Leo. »Bei Nacht sind sie besonders laut.« »Das erklärt, warum die Leute draußen streiken«, sagte John. »Er spukt also tatsächlich im Met.« »Ja, das stimmt, Sirs«, sagte Leo. »Diese Geister haben die dicken Museumsleute samt und sonders vertrieben.« »Und ich habe sie für einen Haufen Kohlköpfe gehalten«, sagte Mr. Akshasas. »Ja, Sir.« »Aber was steckt hinter alledem? Woher kommen diese Geister, Leo?« »Ich weiß es nicht genau, Sir«, sagte Leo. »Aber ich glaube, aus dem Inneren des Burschen mit dem Schwert.« »Aus seinem Inneren?« wiederholte Mr. Akshasas. »Wie eigenartig!«
Still, da kommt er wieder. Wenn er sie sieht, müssen sie weglaufen und sorgen sie sich nicht um mich. Er wird mir nichts tun. Dadurch den Fluch des Kardiners bin ich verpflichtet, hier zu bleiben, ob es mir gefällt oder nicht. Leo schob John und Mr. Chester gegen die falsche Tür, damit die Kreatur mit dem Schwert sie nicht sah. Wie zuvor bewegte sie sich langsam und lautlos, fast etwas automatisch. »Diese Kleider, die er anhat«, stellte John fest. »Und diese ganze Rüstung, das kommt mir gar nicht ägyptisch vor.« »Mir auch nicht«, stimmte Leo ihm zu. »Er könnte ein Babylonier sein, Hethiter oder Perser, jedenfalls aus einer Gegend weiter östlich als Ägypten.« Wie zuvor blieb die seltsame Gestalt vor dem nördlichen Ende des Sacklaufhügels stehen, wandte sich dann abrupt um und verschwand um die Ecke. Leo stieß einen Seufzer der Erleichterung aus und wischte sich mit einem schmuddeligen weißen Taschentuch den Schweiß von seinem glatten, runden Gesicht. »Da, er ist weg!« »Zum Glück«, sagte Mr. Akshatas. »Was passiert, wenn wir nicht wegrennen?«, fragte John. »Wer ihm zu nahe kommt, wird einfach von ihm absorbiert«, sagte Leo. »Er saugt sie auf wie ein Schwamm. Das habe ich selbst gesehen. Ich glaube, er versucht, alle die zu absorbieren, die er vorher freigelassen hat.« »Warum sollte er so etwas tun?«, fragte Mr. Akshatas. »Das kann ich nicht erklären, Sirs«, sagte Leo. »Aber in letzter Zeit gab es vieles, wofür ich keine Erklärung habe. Mehr als zu jeder anderen Zeit, seit ich der Kardiner von Nandur wurde.« »Zum Beispiel?«, fragte John. Ehe diese Geister im Museum auftauchten und die ganzen dicken Museumsleute vertrieben, gab es eine Art Erdbeben in der Geisterwelt. Besser kann ich es nicht beschreiben. »Ein Erdbeben?« Leo nickte. »Ein Erdbeben, eine gewaltige Erschütterung ging durch die Geisterwelt. Danach war eine Zeit lang alles still, so als ob niemand mehr da wäre. Dann kam der Mann mit dem Schwert und die Spukerei begann. Um ganz ehrlich zu sein, Sirs, war ich zu Anfang sogar ein wenig erleichtert.« »Warum erleichtert?« fragte John. »Ich war erleichtert, darüber nicht allein zu sein, dass es hier irgendwo tatsächlich noch andere Wesen gab. Ich hatte nämlich angefangen zu glauben, ich sei der Letzte meiner Art, und das machte mir Angst.« »Das kann ich mir vorstellen«, sagte John. »Nun denn, meine Herren«, sagte Leo, »wohin wünschen Sie, von mir geführt zu werden? In die Unterwelt, ins Fegefeuer, oder steht Ihnen vielleicht selbst der Sinn danach, bei jemandem herumzuspuken? Bei einem undankbaren Verwandten vielleicht an meinen Chef, einer untreuen Ehefrau? In diesem Fall kann ich Sie direkt dorthin führen. Ich selbst hätte große Lust darauf, ein wenig zu spuken.« »Wir möchten gern nach Bannerman's Island«, sagte John. »Im Hudson River, oben im Bundesstaat New York. Kennen Sie den Ort?« »Glücklicherweise gibt es kaum etwas, das mir nicht bekannt ist«, sagte Leo. »Einer der wenigen Vorteile, tot zu sein, besteht darin, dass man plötzlich fast alles zu wissen scheint. Nun ja, vielleicht nicht alles, aber wesentlich mehr als vorher. Natürlich ist das der Grund, warum sich die Lebenden in Sans und ähnlichen Dingen so leicht von boshaften Geistern übertölpeln lassen.« »Ja, das ist wohl wahr«, sagte Mr. Akshatas. »Man weiß nie, mit wem man gerade spricht, wenn man sich im Dunkeln an den Händen hält.« »Wir sollten uns lieber besser auf den Weg machen«, sagte Leo. »Wir haben eine recht lange Reise vor uns.« Leo drückte gegen die falsche Tür, die, wie sich herausstellte, nur in der wirklichen Welt eine falsche Tür war. Und als erfahrener Führer hatte er für dieses Phänomen noch eine Erklärung bereit. »In der Geisterwelt ist dies einer der Punkte, an dem die Seelen einer dahingeschiedenen Person auf magische Weise zwischen dieser Welt und dem Leben nach dem Tod hin und her wechseln kann«, sagte er und führte sie hindurch. »Die alten Ägypter hätten das natürlich verstanden. Die heutigen allerdings weniger. Aber seien Sie mir willkommen, Sirs. Willkommen an dem Ort, den die Ägypter das Königreich des Westens nannten. Willkommen im Leben nach dem Tod.«